Der Weg mit dem Taxi zum Dorf Salzewo führt über holprige Straßen. Das Dorf liegt am Nordwestrand der Volksrepublik Donetsk, genannt auch DNR. Die Front zwischen der Zentralukraine und der Volksrepublik Donetsk verläuft direkt durch das Dorf Salzewo. Es gibt Gerüchte, nach denen die ukrainische Armee während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland einen Großangriff auf die international nicht anerkannten Volksrepubliken im Donbass plant. Ich will die Menschen in Salzewo fragen, was sie von dem Gerücht halten. Unser Weg führt uns vorbei an einer Brücke, welche die Kämpfer der Volksrepublik in der heißen Kriegsphase sprengten, um einen Vorstoß der ukrainischen Armee zu stoppen. Viele Häuser sind durch die Kämpfe zerstört oder beschädigt. Das Dorf hatte einmal 3000 Einwohner. Heute sind viele Dorfbewohner in die benachbarte Stadt Gorlovka umgesiedelt. Im Dorfzentrum treffe ich Anna Zhitkovaya. Sie ist gerade mit dem Bus angekommen und auf dem Weg zur Datscha. Die liegt direkt an der Frontlinie. Trotzdem will sie auf ihrer Datscha Tomatengewächse einsetzen, die sie zu Hause gezogen hat. Ich frage die Frau, gehen Sie zu Fuß mit den Pflanzen? Ja, wir gehen dorthin 2,5 Kilometer. Aber dort wird doch geschossen. Es wird geschossen. Wir leben fast an der Front. Sehen Sie die ukrainischen Soldaten? Sehen Sie, wenn sie sich bewegen? Nun, wie soll ich es sagen? Wir sehen sie nicht, aber wir hören sie. Wir hören sie ständig. Sie riskieren Ihr Leben, wenn Sie zur Datscha gehen. Wissen Sie, wir riskieren es schon aus Prinzip. Warum? Die Leute, die aus Angst abgereist sind, tun mir leid. Das ist, als wenn man seine Heimat verrät. Besser, ich sterbe hier, aber auf meiner Erde, weil ich diese Erde liebe. Ich bin hier geboren. Ich möchte hier sterben. Hier sind meine Verwandten begraben. Ich will nirgendwo hin. Selbst wenn es eine Möglichkeit gäbe, werde ich nicht von hier wegfahren. Aber Ihr Haus ist unversehrt? Mein Wohnhaus wurde von einem Geschoss getroffen. Auch die Datscha wurde getroffen. Aber es gibt Menschen, denen es schlecht ergangen ist. Aber die Leute haben ihre Häuser repariert. Aber wegen der Situation mieten die Leute woanders Wohnungen und zahlen die Miete und die Betriebskosten von ihrer Rente. Nun, wenn der Krieg zu Ende ist, wird alles zerstört sein. Mein Sohn ist bei den freiwilligen Kämpfern seit Beginn des Konflikts. Was wünschen Sie sich für Donetsk? Soll Donetsk unabhängig sein oder zur Ukraine gehören? Wissen Sie, im jetzigen Moment soll Donetsk natürlich unabhängig sein. Unser Poroschenko sagt, wir seien Separatisten, Alkoholiker und Drogenabhängige. Es ist klar, dass er uns nichts Gutes wünscht. Heute wollen wir nicht unter seiner Herrschaft leben. Vielleicht wird es schwer für uns, denn das Gebiet von Donetsk und Lugansk ist nicht groß. Die Ukraine ist größer. Und zu Russland wollen Sie nicht gehören? Nun, mit Russland waren wir immer verbunden. Das ist wie ein Baum mit Wurzeln. Die Vereinigung der Volksrepublik Donetsk mit Russland ist möglich und wünschenswert? Ich glaube, wenn wir vereinigt sind, wird das Leben etwas besser. Verstehen Sie, eine Familie ist vollständig, wenn es Mutter, Vater und Kinder gibt. Aber wenn es aus irgendwelchen Gründen die Mutter, der Vater oder die Kinder voneinander getrennt sind, dann ist das keine vollständige Familie. Und so ist es bei uns. Ich glaube, es ist besser, wenn wir vereinigt sind, friedlich und freundschaftlich. Erwarten Sie, dass es jetzt einen Angriff geben wird? Alle reden davon, dass es während der Weltmeisterschaft in Russland einen Angriff geben wird. Wissen Sie, manchmal redet man viel, aber nicht alles tritt ein. Wir werden auf das Bessere hoffen. Wir werden nicht voreilig sein. Was war, das haben wir gesehen. Was wird, das werden wir sehen. Ich war in einem Geschäft. Ich wollte nach Hause gehen. Bis zur Kreuzung waren es nur noch 2 Meter, aber ich konnte nicht. Ich weinte. Du bückst dich und kaum stehst du auf, fliegen die Kugeln vor deinem Gesicht und schlagen hinter dir ein. Du erhebst dich erneut. Ich bin nur mit großer Mühe vorangekommen. Ich wäre fast vor Angst gestorben. Ich kam ganz hysterisch nach Hause. Und das geht schon 4 Jahre so? Es ist das 5. Jahr so. Im Februar werden es 5 Jahre sein. Ist jemand von Ihren Angehörigen umgekommen? Gott sei Dank von meinen Verwandten niemand. Und von den Nachbarn? Ja, bei den Nachbarn gab es Verwundete und Tote. In dieser Straße, sie heißt Kabyschew-Straße, trafen am 20. Mai 3 Geschosse das Haus eines Mannes. 3 Geschosse.
Das Haus wurde komplett zerstört. Der Mann liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Das Maschinengewehrfeuer ist nicht so schlimm, wenn man zu Hause sitzt. Aber wenn die feuern, gehst du nicht auf die Straße, weil die Kugeln fliegen. Fliegen die Kugeln auch auf dieser Straße? Natürlich fliegen sie auch auf dieser Straße. Aber besonders fliegen sie dort bei uns, bei der Schule. Wann starb hier zuletzt jemand? Das letzte Mal, nun, ich sage es Ihnen, am 19. Mai. Ein Mann und seine Frau kamen, um ihre Tomatensetzlinge einzupflanzen. Sie wurden getötet. Wenn sie anfangen zu schießen, wissen wir schon, was wir tun müssen. Antworten die Soldaten der Volksrepublik Donetsk? Sie antworten, aber nicht richtig. Sie haben keinen Befehl, offensiv zu antworten. Morgens öffnest du die Augen und wartest, wann sagen sie uns guten Morgen. Manchmal ist es 4 oder 5 Uhr morgens. Sie schlafen im Keller? Die meisten schlafen in ihren Kellern, ja. Gestern begann es abends und ging bis 2 Uhr nachts. Wie kann man da noch schlafen? Oh, die Scharfschützen schießen, wie sie wollen. Letztes Jahr am 15. März hat die Hausverwaltung Arbeiter zur Reparatur eines Daches geschickt. Einer wurde von den Scharfschützen getötet. Die anderen schafften es, vom Dach zu springen. Aber einen hat die Kugel am Kopf erwischt. Danke, dass unsere Soldaten die verrückte Lautsprecheranlage getroffen haben. Jeden Morgen um 6 haben sie die Hymne der Ukraine abgespielt. Die Ukraine ist noch nicht gestorben. Dann spielten sie das Lied »Trinken wir ein Becherchen«. Sollen sie sich doch tot saufen. Die Einwohner von Salzewo haben ihr Leben dem ständigen Beschuss angepasst. Wer einen Keller hat, schläft dort. Wenn geschossen wird, geht man nicht auf die Straße. Dass Einwohner auf eine Befreiung von ukrainischen Truppen warten, wie deutsche Medien behaupten, hörte ich von niemandem. Im Gegenteil. Der Hass auf den ukrainischen Präsidenten Poroschenko, der den Krieg begann, ist groß. Auf die OSZE sind die Menschen nicht gut zu sprechen. Eine Frau erzählte mir, dass Alexander Hug, der Chef der OSZE-Beobachter, vor 1,5 Jahren Salzewo besuchte. Das ganze Dorf habe ihn damals empfangen. Alexander Hug habe damals behauptet, zu dem Treffen seien viele Dorffremde herangekarrt worden. Dieser Vorwurf hat die Menschen empört. Der OSZE glauben sie nicht mehr.